Und damit herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Und ich muss gerade noch was einstellen. Moment. Das vergesse ich auch jedes Mal. Zack. So. Und, So, noch ein kleines bisschen. Ja, so. Das sieht scheiße aus. Ach man. Jetzt kann ich das hier wieder neu einstellen. So ein Kack. Aber ist egal. Wir sind ja hier live. So, ganz klar. Moment noch. Zack. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Ammunition. Das Bolt-Action-Scharfschützengewehr steht jetzt bei Blablabla zur Verfügung. Und wir nehmen uns das Flugzeug hier. Ich hoffe, das funktioniert, ohne dass ich jetzt eine Mission anfange. Aber ich glaube schon. Ja, das funktioniert ganz gut. Und wir fliegen jetzt einfach mal, ich weiß ja nicht, wir dürften ja einen Fallschirm haben. Miau, 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 das ist geil. Okay, Wechsel nicht möglich, das heißt, wir fahren jetzt erstmal hier raus. Und das Ganze ist mal noch ein bisschen laut. So. Ja, das ist okay. Denke ich mal, also, sollte von der Lautstärke eigentlich okay sein. Vielleicht noch ein bisschen lauter könnte ich es noch drehen, aber... Ist es schwierig, die richtige Einstellung zu finden. So, und was machen wir denn heute? Wir machen irgendeine Mission, habe ich mal gehört heute, so, ja. Und dazu... Fragezeichen. Fragezeichen ist immer gut. Können wir auf dem Wasser landen, gefahrlos? Also, naja, relativ gefahrlos. Das Flugzeug ist ja dann eh im Arsch, aber... Warte mal. Ja. Ja, ich geh doch runter. Ja, das funktioniert ganz gut. Okay. Das hat besser funktioniert, als ich es mir gedacht habe. Naja, ist egal. Wir schwimmen an Land. Oh. Ups. Und gucken mal, was da hinten so abgeht. Oder steht da schon ein Auto, dass man es nehmen könnte? Vielleicht brauchen wir es gar nicht. ECS, Turbolader und Fahrgestell, jetzt auf Lager, zum Pimpen im Angebot, Felgen, Panzerung und andere. Okay. Ja, da können wir bei Los Santos Customs, können wir ja dann auch mal vorbeischauen irgendwann. Wir nehmen uns jetzt erstmal das Auto hier. Und da steht ein Boot. Boot. So. Machen wir hier eine kleine Rundfahrt, auch wenn es nur 5 Meter sind eigentlich, aber wir sind ja sowieso zu voll zum Laufen. Deswegen bietet sich das an. So. Hallo. Was geht? Hey, Bud. What you doing? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires, vermin. Ah, so that was you. Tis the season for it. I don't give a shit about no season. Ah, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, hey, hey. You want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right, then. Up here with you. Man gibt doch Trevor keine Waffe in die Hand, du Vollidiot. I got you. Was passiert nämlich das? I'm in no mood for no punch-up right now. Maybe later. Ich kann meinen Finger nicht ruhig halten. So. Ach, leck mich. Joa. Ah, hier ist noch eine. Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better. Okay. Whee! Begib dich zum Motel. Ah, hier stand doch das Ding, genau.
drives like a dream. So, what now? We gonna try our luck on something less stationary. Ooh, liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money in wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. Here we are. I bet you never shut out the tires on a car before? Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time, and I wanna see how you deal with a moving target. Where's your firearm at? This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good plain old-fashioned fun. Nice! Go on, one more, just for the hell of it. Oh, da läuft irgendwas Bewegendes. Warte mal. Was will ich haben? Bam. Also wieso kann er leiden? So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. I never knew you were such an agitator, Cletus. All these damn tourists coming out here to gobble at rednecks. Ah, da kommt noch was Langsames. Warte. Hab ich doch. Spast. Warte. Ah! Es geht einem auf den Sack, ey! Da hinten kommt noch einer. Warte. Ey, das sind so viele Reifen. Da muss man noch treffen. So. But she can handle a firearm like a marine. She got lucky with you, all right. Looks like maybe you could use some more practice. Right, let's change it up. Come on, follow me. Okay. Just two fellers killing time in small town America. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. Whatever cranks your tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. We'll get a better shot from up here. Der Typ ist also durch, ne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh man. Don't get your panties in the wall now. So. Ah, da haben wir doch schon einen. Hier, guck mal da. Sing to me now, song dog, and another. Haben wir noch wobei? Ah ja, da hinten. Have we got car these days?
chores. That should do it. Nicely done. I reckon you should tag along next time. I go hunting out at Polito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? All right, gotta go. I'll send you a text when I'm about. Was für ein Typ. Na, bestanden Zielübung 2 für 1, Hilfe, Hilfe, schlechte Verbindung. Okay. Weiter. Waffenplätze können mehrere Waffen beinhalten. Ah ja, das weiß ich ja alles. Momentchen, Karabiner, Sturmgewehr. Ich nehme den Karabiner mit. Nur so fürs Notfall. So, genau. Weck mich. Du bist scheiße. Du musst rauchen. So. Schaffen wir denn noch eine Mission? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber, ja, das könnte funktionieren. Steht der, kann, ist der Bus hier funktionstüchtig? Schaut fast nicht so aus. Doch. Naja, doch. So, hat ein paar Startprobleme, aber naja, naja. Gehen wir noch hin. So, dann fahren wir mal da vorne hin, hier nicht, hier lang. Mit unserem geilen Bus. Net, net. Boom. Net, net. Boom. Oh, 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 oh. Bam. Okay. Wir fahren jetzt hier so rum, so, ja, so, ja. Ich bin umgefallen. Alter, der Bus ist so scheiße, ne? Na, dann können wir jetzt noch den Rest der Folge damit verplempern, da hinzufahren. Ist auch geil. Nein, natürlich nicht. Wir gucken es uns wenigstens noch an. Was ist denn das überhaupt für eine Mission? Die Chinesen. Ah, das ist eine größere Hauptmission. Deswegen, ich würde eigentlich. Ach, das ist auch eine Trevor-Mission, ne? Ha. Ich guck mal auf dem Flugplatz erstmal vorbei. The Apex Predator in Action. Ups. Alle Flugzeuge, die du auf Webseiten kaufst oder im Hangar abstellst, werden bei bla aufbewahrt. Der muss mit. Alter. Ich bin manchmal so eine miese Sau, ne? Ohne Scheiß. Oh. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber wir können noch ein bisschen sinnlos Deathmatch machen. Macht ja Spaß. Hey, wo bist du denn, du Spast? Können wir den Vogel da runterholen? Tatsache. Also das macht Spaß. What the fuck? Bam. Toter Vogel. Wo ist er? Ich will ihn sehen. Ah, da. Es ist ein Hühnchen, das fliegen kann. So. Hier ist noch einer. Eins. So, irgendwie kann ich Hühnchen viel besser schießen als Autoreifen. Ich sag jetzt provokant Hühnchen, ne? Nur damit das klar ist. So. Das machen wir jetzt einfach noch bis zum Ende der Folge. YOLO. Ey, ich brauch dein Auto. Leck mich, Alter. Okay. Hier oben sind noch mehr. Ja, ja. Alter. Krieg ich den auch? Ne, der ist weg. Alter. Wackel doch nicht so, Trevor. Zack. What the fuck? Spast. Und damit beenden wir auch die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis dahin, ne? Haut rein.
Ja, fällt mir das ein. Tschüss.